Bundeskanzler Scholz hat sich für weitere internationale Gespräche über Wege zu einem Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ausgesprochen. Das Treffen in Saudi-Arabien vergangenes Wochenende sei sehr wichtig gewesen, das sagte er im ZDF. Allerdings sei das erst der Anfang. Mit Blick auf die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine legte sich Scholz weiterhin nicht fest. Wie in der Vergangenheit werde man jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig prüfen. Er wolle sich in dieser Frage nicht hetzen lassen. Ja, aber Finanzminister Christian Lindner, der hat sich bei seinem Besuch in Kiew deutlicher geäußert zum Thema Taurus-Lieferungen. Hören wir rein. Mit Hinsicht auf offensive Flugkörper, die Sie angesprochen haben, haben wir ja übliche Verfahren, die auch für Taurus gelten. Wir erwägen also genau im Kreis unserer Verbündeten, auch im Rammstein-Format, was benötigt wird und was möglich ist. Da ich weiß, dass viele für eine solche Unterstützung Sympathie haben, wie ich selbst auch, hoffe ich auf eine baldige, sehr baldige Klärung dieser Frage. Wir schauen in die Ukraine, aus Kiew zugeschaltet, Paul Ronsheimer. Paul, wenn man Christian Lindner so zuhört, dann könnte da vielleicht doch demnächst schon Bewegung in Sachen Taurus-Lieferungen kommen, oder nicht? Also ich lege mich jetzt mal fest, wenn der Bundesfinanzminister und FDP-Chef auf so einer Pressekonferenz sagt, er hat da Sympathie für und will, dass das kommt, dann wird es auch kommen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Christian Lindner noch wirklich daran zweifelt. Wenn er das tun würde, also wenn er noch Zweifel hätte, dann würde er sich meiner Analyse nach so nicht äußern. Also all diejenigen, die Taurus wollen, können jetzt große Hoffnung schöpfen, denn ich glaube, es war das Eindeutigste bislang, was aus der Bundesregierung kam. Olaf Scholz hält sich zurück, aber auch das hat Christian Lindner in so einem Nebensatz fast ein bisschen erklärt. Er hat gesagt, naja, man wolle das eben wieder über die transatlantische Schiene klären. Da deutet er an, dass man es vielleicht genauso machen könnte wie beim Leopard. Wir erinnern uns, damals hat Olaf Scholz erst Ja gesagt, als auch Joe Biden Ja gesagt hat. Und am Ende haben dann beide angekündigt zu liefern. Also da gibt es dann vielleicht doch Grund zum Optimismus für die Ukrainer. Paul, wenn wir auf das schauen, was der Finanzminister eigentlich und drumherum um diese Äußerungen zu Taurus in der Ukraine in Kiew tut, denn er ist ja nicht der Verteidigungsminister. Also welche Treffen waren da heute oder werden vielleicht eben auch noch stattfinden rund um diesen Besuch? Was hat es damit auf sich? Also Christian Lindner hat direkt, nachdem er hier ankam am Bahnhof, den Kiewer Bürgermeister getroffen, Vitali Klitschko. Das ist jemand, der alle deutschen Politiker hier trifft, wohl auch, weil er natürlich besonders bekannt ist. Da gibt es dann gemeinsame Fotos mit fast allen, die hier in Kiew waren. Und man hat gesprochen über die Lage in Kiew, über die Flugabwehr. Vitali Klitschko hat diese nochmal extrem gelobt und hat sich bedankt dafür, dass die Patriot-Abwehrraketen hier die Bevölkerung geschützt haben. Gleichzeitig hat Christian Lindner dann den Verteidigungsminister getroffen, Oleksiy Reznikow, hat sich dort auch mit Soldaten ausgetauscht und darüber gesprochen, wie die Lage im Krieg ist. Reznikow hatte sich in diesen Tagen dramatisch geäußert und davon gesprochen, dass die Felder in der Südukraine und der Ostukraine, also da, wo die Front ist, so schwer vermint sind, dass es extrem schwierig ist, für die Ukrainer voranzukommen, und deswegen darum gebeten, dass es weitere Ausbildung zur Minenräumung auch im Westen gab. Also auch das war Thema. Und dann natürlich das Treffen mit dem Finanzminister, wo wir gerade die Ausschnitte aus der Pressekonferenz gesehen haben. Da ging es um Projekte, denn man darf denn eine Sache nicht vergessen, die Wirtschaft hier in der Ukraine, die ist wirklich am Boden durch den Krieg und durch das, was hier in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Und Deutschland unterstützt die Ukraine massiv mit Paketen, mit Finanzpaketen über 1 Milliarde seit Kriegsbeginn. Wenn man das zurückrechnet, in den letzten 10 Jahren noch weitaus mehr teilweise, was hier in die Ukraine gesteckt wurde, um zu helfen. Und Christian Lindner hat bei dieser Pressekonferenz gesagt, man habe gemeinsame Werte und die Ukraine sei ein europäisches Land. Paul, danke schön. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.